Die Debatte über die Flüchtlinge ist sehr ambivalent. Auf der einen Seite haben wir überhaupt in unserer Gesellschaft eine grundlegende Ablehnung. Es gibt Flüchtlingsheime, die in Brand gesteckt werden. Es gibt Erfolg von AfD und PIDA-Bewegungen. Auf der anderen Seite gibt es gerade eine Willkommenskultur. Es gibt eine ganz berührende, allzu menschliche Art, gerade Menschen in Not zu begegnen. Insofern ist das wirklich eine ganz ambivalente Angelegenheit. Aber wir sind sensibilisiert für die Not, für die Sache, dass es nicht einfach so ist, wie es für eine Auswanderung wäre. Aber es geschieht was in der Welt und Deutschland ist zutiefst davon betroffen. Ich empfehle Flüchtlinge zu Gelassenheit. Die deutsche Gesellschaft, die europäische Gesellschaft ist eine unglaublich offene Gesellschaft. Unser säkularer Staat ist wirklich ein Vorbild in ganz Europa, im Unterschied zu laizistischen Formen, in denen wir unsere Religiosität, unsere Eigenheit, unsere Diversität unglaublich gut und offen und authentisch leben können. Und diese Gesellschaft bietet so viele Foren und Möglichkeiten, sie selbst zu gestalten. Insofern sind Flüchtlinge nicht nur so willkommen, sondern sie werden unsere Gesellschaft verjüngen, sie werden uns vor Herausforderungen stellen, denen wir noch nicht gewachsen sind, und das tut uns gut. Wir werden wach und wir sind ja schon irgendwie müde geworden mit unserer Freiheit. Was machen wir schon, außer Urlaub zu machen? Und jetzt schauen wir, dass unsere Freiheit, unsere Demokratie ein Wert ist, gut ist, und das, wir gestalten Europa neu.